Schau nach New York zu Bastian Hartwig. Tausende Soldaten, die entweder verlegt werden oder direkt aus den USA nach Europa kommen, könnten da möglicherweise weitere Truppenkontingente, auch natürlich technisches Gerät, also Waffenverstärkung, nach Europa verlegt werden? Das ist sicherlich noch einiges vorstellbar. Der Präsident hat ja gestern in seiner Pressekonferenz auch gesagt, dass noch nicht alle Optionen ausgeschöpft sind, auch gerade was die Sanktionen betrifft. Er hat ja zum Beispiel gesagt, dass Sanktionen gegen Präsident Putin selbst noch nicht ergriffen worden sind und auch, dass wir haben es ja vorhin schon gehört, dass Russland noch nicht vom SWIFT-Abkommen oder vom internationalen Bankensystem SWIFT ausgeschlossen worden ist. Und sicherlich ist auch denkbar, dass noch weitere Truppen nach Europa verlegt werden. Das wird sich halt jetzt mal zeigen müssen, was Russland noch alles vorhat und was die nächsten Schritte sind, die Russland unternimmt. Und was Präsident Biden ganz klar deutlich machen will mit diesen Truppenverlegungen, ist natürlich, dass er felsenfest hinter den Verpflichtungen, hinter den NATO-Verpflichtungen steht. Denn er hat es ja auch noch mal in seiner Pressekonferenz ganz deutlich gemacht, die USA und die NATO werden jeden Quadratzentimeter NATO-Territorium mit allen Kräften verteidigen. Und das ist eben ganz wichtig, um Russland hier zu zeigen, das ist wirklich die rote Linie. Bis jetzt haben die USA ja gesagt, sie werden sich nicht militärisch in einen Konflikt mit Russland in der Ukraine begeben. Aber wenn es ans NATO-Territorium geht, dann stehen die USA zu ihren Verpflichtungen. Und das will der Präsident ganz klar deutlich machen mit den Truppenverlegungen nach Deutschland und auch nach Osteuropa. Wie reagiert man oder hat man überhaupt reagiert auf die Drohungen, die seitens Moskau auch Richtung der Amerikaner gerichtet waren, die in tatsächlich die Richtung gehen, dass gesagt wird, also wer sich uns in den Weg stellt, der wird das zu spüren bekommen? Also da hat es einige Reaktionen gegeben, die gesagt haben, da ist es den Leuten wirklich teilweise eiskalt den Rücken runtergelaufen, weil sie gesagt haben, so klar und so deutlich hat das noch keiner gesagt, auch wenn Wladimir Putin nicht genau gesagt hat, was er damit meint. Aber es ist natürlich klar, was er impliziert. Er ist eine der größten Atommächte der Welt, wenn er sagt, es sind Konsequenzen zu erwarten, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Also da ist es, wie gesagt, hier einigen Leuten tatsächlich kalt den Rücken runtergelaufen. Aber es ist auch klar, dass auch Russland kein Interesse an einer solchen Auseinandersetzung haben kann. Und auch die USA haben sie natürlich nicht. Und deswegen ist ja auch die klare Ansage Präsident Bidens immer gewesen, dass eben keine US-Truppen in der Ukraine eingreifen werden. Bastian, Europa ist für die Amerikaner ziemlich weit weg. Welche Rolle spielt das tatsächlich in der öffentlichen Diskussion, was hier mitten unter uns passiert? Ja, das ist jetzt hier schon auch ziemlich präsent geworden. Das ist auch in den Medien natürlich jetzt überall rauf und runter gelaufen, dieser Einmarsch in der Ukraine. Und es stimmt, dass natürlich ein Konflikt in Europa, ein Krieg auch, wenn es ein Krieg ist in Europa, für die Amerikaner erstmal sehr weit weg ist. Aber es stimmt auch, dass die Menschen eben schon auch zunehmend merken, dass dieser Krieg Auswirkungen hat und dass dieser Krieg Wellen schlägt und dass diese Wellen auch die USA erreichen werden, auch wenn es nicht direkt jetzt um einen militärischen Konflikt geht, in den die USA jetzt erstmal verwickelt sind. Aber es hat auch wirtschaftliche Konsequenzen. Die USA sind momentan in einem sehr fragilen Aufschwung, oder die US-Wirtschaften ist in einem sehr fragilen Aufschwung nach der letzten Covid-Welle. Und die Inflation zum Beispiel ist sehr hoch, 7,5%. Das schmerzt viele Amerikaner auch im Geldbeutel. Und die Aussicht, dass die Energiepreise noch weiter steigen, die tragen ja sehr maßgeblich zur hohen Inflation bei. Und dass die Amerikaner dann, wenn sie an die Tankstelle fahren, noch mehr für ihr Benzin ausgeben müssen, dass sie noch mehr für ihr Gas ausgeben müssen, das besorgt hier schon viele. Das ist das eine. Und das andere, wir haben die Truppenbewegungen ja schon angesprochen, auch wenn, wie gesagt, klargemacht worden ist, die sollen jetzt erstmal nicht eingreifen. Aber die Amerikaner sind da sehr sensibel. Sie sind kriegsmüde. Sie haben ja erst einen jahrzehntelangen Konflikt, einen militärischen Konflikt in Afghanistan hinter sich, der mit einem Fiasko, wie es hier viele sehen, zu Ende gegangen ist. Und da jetzt schon wieder den nächsten potenziellen militärischen Konflikt am Horizont heraufziehen zu sehen, in den die Amerikaner vielleicht doch irgendwie verwickelt werden könnten, das bereitet hier schon vielen Menschen Sorge. Und das merkt man auch. Und es sind auch hier heute in New York und auch in Washington und anderen Orten Menschen auf die Straße gegangen, um gegen diesen Konflikt und um gegen diesen Krieg und diesen Einmarsch in der Ukraine durch Russland
zu protestieren und zu demonstrieren. Bastian Hartig nach New York, recht vielen Dank.